Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu einem neuen Part der Ponya Doomsday mit dem Zwergenfürst. War kurz davor, Goodbye der Ponya zu sagen. Der Ponya Doomsday ist, musste ich kurz überlegen. So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Killbot Mode. Was soll denn das? Wo ist Killbot? Killbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur im gedrosselten Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Das ist ja schön. Drosselglied. Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus wirkend. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Der kann das ja nicht sein. Gibt ja nur drei Hebel. Ach du Schreck. Willkommen in der Dimension. Subtiler Schmerz. Kalt, aber schmerzhaft. Es gibt drei Hebel. Nein, nicht Killbot Mode. Aha, Ölbot-Mod. Hä? Aber müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, Hatsch! Das ging ja schnell. Schon, aber durch das Drosselglied habe ich mir einen Prozessorunterkühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Errungenschaft freigeschaltet, Kuwaks Minigame Meister. Na endlich. Okay. Wozu haben wir das überhaupt gebraucht? Das war doch vorher alles schon. Ah, na toll. Haben wir es völlig umsonst gemacht, das Minigame. Danke, Mann. Das war echt nötig. Ich will es gar nicht wissen. So, Tür zu, raus. So, ach so, Sekunde, wir haben Wasser. Können wir damit jetzt nicht. Ja, die Folienkartoffeln, die müssen wir jetzt holen. Die können wir doch damit holen, oder? Ja, sehr gut. So war das doch. Alte Sache. Altbekanntes Prinzip. Ich muss sie irgendwie. Aber. Ach so. Ja. Professor Rufus. Mach schon. Wir brauchen Kopfhörer auf ihn. Ach, das war die Mission. Genau das war die Mission. Ja, einen Aluhut können wir nicht mehr machen, weil wir keinen Strohhalm mehr haben. Aber wir können Kopfhörer basteln. Hoffe ich doch, dass wir es daraus können. So, jetzt Bügel und Kartoffelhälften. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Ohrenschützer, sehr schön. Die können wir doch jetzt dem Kollegen geben. Dann kriegen wir den. Das etwa Ohrenschütze? Dann kriegen wir den Dingens hier, den Flaschenreiniger. Wow, ha, danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das Gedudel der Band da drüben auf den Sack geht. Er hat Kartoffeln als Ohrenschützer. Na, sehr toll. Kommt schon, spielt Rudis Zahn-OP. Rudi, Rudi. Ihr habt's gehört, Jungs. Unser Publikum verlangt nach Rudi. A one. A two, a one, two, three, and the number after three.
Jetzt können wir die Flaschenbürste nehmen. Sehr schön. Und jetzt können wir uns Rudis Zahn-OP anhören. Rudis Zahn-OP. Rudis Zahn-OP. Sehr schön. So, was machen wir jetzt damit? Ach ja, hier, den Flasch. Das ist irgendeine Kanone reinstopfen. Können wir vielleicht Alufolie? Das muss ich nicht für jetzt. Das muss ich nicht jetzt oder nie. Das. So, Flaschen. Damit könnte ich die Waffe stopfen. Aber noch fehlt die. Okay, da müssen wir Munition herbekommen. Vielleicht kriegen wir die im Laden hier. Eine Rakete. Kriegen wir nicht zufällig her. Dann was benutzen wir sonst als Munition? Glasscherbe? Keine Spuren zu erkennen. Ich glaube eh. Knickerfolie. Nicht nötig in meinem zumindest. Also nicht. Nicht nötig in meinem zumindest. Also nicht. Können wir Eiswürfel benutzen oder was sollen wir als. Was benutzen wir jetzt als Munition? Nochmal eine Kartoffel? Oder was? Tja, Tja, was soll ich sagen? Meine Sachen sind einfach zu cool, um Eis zu schmelzen. Also nicht. Scherben. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Oder schwer zu sagen. Vielleicht können wir nochmal die Zeit zurückdrehen und nochmal die Kartoffel holen, oder... Noch nicht. Ich weiß nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Okay, können wir nicht. Und jetzt weiß man noch, was finden, was wir in die Kanone stopfen können. Porzellanrufus. Ach, tatsächlich. Das ist ein Porzellanrufus. Porzellankatze. Porzellanschnabeltier. Porzellanelch. Das Elefantenversteck ist ein Porzellanladen. Was für ein pseudopoetischer Unfug. Goldig. Hey, wie cool ist das denn? Ein Porzellanrufus, ja, sehr goldig. Voll bescheuert. Sehr schön. Sehr cool, meine ich. Anfassen. Noch nicht. Ich werde diesen Schadele... Und weg. Okay, noch verstehe. Nicht. Und... Das Elefantenversteck ist ein Porzellanversteck. So, die Wumme. Womit können wir das? Können wir die laden? Bereit? Kopfkratz. Ich schon. Aber ich bleibe nicht ohne. Ja, die Wumme. Die kannst du nicht nehmen. Freiter Tack, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Ha, guter Versuch. Die Wumme hat zwar Pulver, aber wo ist die Munition? Ach, auch noch extra Wünsche der noble Herr. Oh, na, extra Wünsche. Nee. Jetzt müssen wir noch Munition. Die Kerze können wir nicht einsammeln. Munition müssen wir besorgen, die wir reinstopfen können. Hallo Sohn. Audi Rufus. Lange nicht gesehen. Sprich nur für dich. Womit kann man denn eine Kanone? Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Ja, aber die Elefantenjagd, sie geht zurück. Ich dachte, sie hätten doch... Was das Aufeinandertreffen daher... Du weißt ja. Na dann? Das hat... Okay, ich glaube, der hilft uns nicht sehr doll weiter. Leider hab... Was? Hallo? Sie sind komplett weggebeamt. Leider haben sie die Musik hier gelassen. Sie sind kommt. Leider haben sie ins Dorf. So, was können wir denn als Munition verwenden? Zum Tunnel. Und zur Kneipe. Den Dartfell hätten wir als Munition verwenden können. Und da steckt der Nonzo drin. Ja, seine Muskeln entspannen sich noch. So schlimm kann es also nicht sein. Nonzo, alles klar bei dir?
Ja, gut, alles super, das ist keine Schuld. Ha, alle haben es gehört. Kein Grund zur Sorge. Tja, das kuschelt. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Das brauchen wir dann später noch. Die Schneidstrenner, den hier. Den Handschneider aus der 1. Konnte sich Rufus auch nicht vorstellen. Was können wir denn da reinfüllen? Hey, Gott, hier. Lotto! Was heißt jetzt? Lass dich noch mal angucken. Vielleicht fällt mir doch... Scheibe! Ich finde dich... Okay. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne, Frau. Tüdelü! Tüdelü. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Ja. Sehr beunruhigend. Wenzel. Hey, Wenzel. Hey, Rufo. Lust auf eine Partie Faulobst legen? Vielleicht können wir eine Ratte mitnehmen und dann das Vollobst reinstupfen. Wie ich sehe, hast du doch den Job in der Klärgrube angenommen. Gut so. Ein Mann muss wissen, wo sein Platz ist. Hä? Wie kommst du denn darauf? Der Klärwasserbottich, der Geruch und deine generelle Veranlagung. Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Das ist kein Klärwasser. Der Bottich gehört zum lustigen Faulobstlegen. Ein Spiel mit einer jahrzehntelangen Tradition. Ihr hättet wenigstens mal das Wasser wechseln können. Gut, ich muss weiter. Mein Mantel nimmt Lack. Das bringt sowieso nichts. So, vielleicht können wir da noch mal eine Biene mitnehmen. Die wird sich auch als Munition anbieten. Boah, ist das? Und ich habe nicht. Tja. Komm schon, Rattenjunge. Lass uns spielen. Heißt das? Nein, dass dieses Spiel. Natürlich. Ja, Kartoffelbiermaschine, die bringt auch nichts. Das ist ja eine lange. Diese Maschine erfüllt nur ein Können. Rasche reinpacken. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Das Wombat als Munition. Tja. Munition. Das Temperament. Ich hoffe, der rausgenommen da wird. Drehen wird im Team. Kannst du nicht ein Wort für mich einlegen? Oder ihr wahlweise mit Hausarrest drohen? Bitte, Rufus, zieh mich da nicht mit rein. Was tuschelt ihr zwei? Oh, nicht. Ja, Toni, vielleicht einen Tipp. Ich bringe das mit. Beziehungsweise. Die Schraube können wir nicht mitnehmen. Die Bude anzünden auch nicht. Tja, Tank. Leonard hat endlich eine neue Lieferung bekommen. Warum hat er mir nur nicht Bescheid gesagt? Raus. So, hier gibt es noch was zu sehen, anzufassen. Noch nicht. Ich werde diesen Schadelefanten finden. Und ach, schade. Also nicht. Der Chillbot hilft auch nicht weiter. Oha. Eine Halterung. Ein Seil. Ein Schrottbeutel. Stimmt. Das letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Wir haben Schrott. Dann können wir die Schrottpistole laden. Ah, sehr gut. Jetzt muss nur noch alles in den Lauf gestopft werden. Haben mit Schrott gefüllt. Und Stoff. Fertig. Der Elefant kann kommen. Sehr schön. Geladene Wummer. Dann ab zur Kreuzung. Falsche Seite. Hier einmal rum.
Und hinein. So, hier hast du deine Wumme. Tack. Gefreiter Tack, du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment. Ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem ein leichtes Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Sehr schön, dann können wir jetzt... So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Hinein. Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Uff. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Das wird nur mal nachgucken. Einfach keine Fantasie. Eine Kuppel. Aha, okay. Hinauf. Aha. Aha. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und? Wo ist jetzt dieser... Elefant? Weg. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten... Das ist ja wundervoll. ...Vergangenheit und... Bing! ...ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Das wäre eine gute Idee. Ich kann's versuchen. Na, dann müssen wir eine Falle bauen. Ich habe noch ein Verstärkungsgerät auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Wir haben einen Plan. Das ist sehr gut. Und Zeit zurück. Steh auf, Rufus. Wach auf. Und bau die Falle. Inventar wieder leer oder was? Das war alles wieder sammeln. Um die Falle zu bauen. Was für ein Albtraum. Ich hatte vom Ende der Welt geträumt und bin dann auf Elefantenjagd gegangen. Obwohl, war das überhaupt ein Traum? Es kommt mir im Nachhinein so real vor. Sicher ist sicher. Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Das wäre nicht schlecht. Das Inventar ist natürlich leer. Und nehme Schraubenschlüssel. Knickerfolie. Ofenklappe. Aus. Kein Wunder. Und raus. Das Feuer ist aus und wir gehen raus. So, Elefantenfalle. Seil. Schilder. Nein, ich will keinen Fallstrick für. Ja, die Schilder will ich abnehmen. Diese kryptischen und seltsam. So können wir es da noch dran befestigen. Eine Glaspyramide. Ich will eine Elefantenfalle bauen, keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Tja, aber wie? Knickerfolie. Wozu die Mühe, einen passenden Anker zu finden? Ich nehme doch schon Toni mit. Vielleicht können wir Schrottbeutel mitnehmen. Stimmt. Ein bisschen was an Schrott. Wozu die Mühe, ein. Ich nehme doch. Das Seil, können wir das vielleicht mit dem Schrotzbeutel hier? Schade. Nein, ich will eine Elefanten. Aber wie bauen wir den Elefanten? Und? Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Oh Mann. Schlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren.
Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Ist er nicht. Ich hab keinen Plan, wie es gehen soll. Luca. Luca, ich bin dein Vater. So. Na, ich will eine Elefant, keinen Fall. Okay. Ui. Vielleicht können wir jetzt. Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Ein Umgelenk-Dings. Schraubenschlüssel. Vielleicht war das mit der Kurbel etwas vor. So. Schilder abschrauben. Weg damit! Diese Dinge hab. Und dann das Seil hier vielleicht glauben. Und die Halterung. Ich will eine Ecke, einen Fall. Ach Mensch. Vielleicht jetzt. Bei einer Springfalle, aber dafür wie die Probe. Tja, also. Irgendwas müssen wir doch damit machen können. Porzellanladen. Das Elefantenverschluss für einen. Tja. Schau mal, was es hier alles gibt. Nur die Schraube. Nur die Kurbel. Immerhin. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Na toll. Das war ja sowas von klar. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Klobrillenregal. Knickerfolie. Ha! Bullseye! Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Da gab es bestimmt auch eine Steam Errungenschaft dafür, wenn man genug Klobrillen runtergeworfen hat. Ich bin relativ schnell drauf gekommen. Die Folie kann man jetzt nicht mitnehmen. Schade. Warte. Das ist doch jetzt oben. Da können wir doch jetzt erstmal runterkummeln. Eine ganz elegante Elefantenfalle daraus machen. So, mit seinem. Ich habe die Mühe, einen passenden Anker zu finden. Ich nehme doch schon Toni mit. Ach Mensch. Das klappt natürlich mal wieder nicht. Nein, ich will eine keinen Fall. Nein, ich will einen keinen Fall. Ach Mensch. Auf einmal geht's. Gerade der gemütlichste Platz für einen Außen. Aber was raus will, muss raus. So, Seil. Ich will eine Elefant, keinen Fall. Ich habe die. Was denn nun? Das könnte ich getoast, aber ich habe vergessen, eine schon wie. Wird vielleicht hoch die Dinger. Vielleicht bringt es dann was. Vielleicht willst du dann das Seil mal hochwerfen. Natürlich. So, Schlaufe. Luca? Die Falle sehr schön. Ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach ein gutes Wunder erleben. Gut, und jetzt? Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Prozess diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken? Das gibt's nicht. Das hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Genau. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen. Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon.
Na, dann kuppeln wir mal ein bisschen. Nicht doch jetzt, wo ausnahmsweise einmal alles im Lot ist. Nicht doch jetzt. Aber wir müssen. Wir müssen. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Ich? Man sieht sich früher oder beides nicht. Ja gut, nochmal zu Toni. Die Tür ist verschlossen. Wie jetzt? Ich brauche doch noch... Zur Kreuzung. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zuschnapp, Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle. Ach, Toni holen müssen wir noch. Tomodi. Oh nein. Komm, alle Mann auf Position. Ich möchte. Jetzt gut ist Zahn-OP wieder vorbei. Nein, ich mach das nicht nochmal. Hey Rufus! Nicht jetzt! Kürbislaterne! So viel Zeit muss sein. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das Kneipe. So, hi Toni. Kommst du mit? Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja. Was denn, was denn? Gar kein zynischer Kommt, keine Zweifel, kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Der Elefant ist ja jetzt gefangen, da können wir... Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Paps Tschö sagen. Da müssten ja die... Diesmal erfreuen sich deine Gläser nämlich wirklich bester Gesundheit. Ja, die müssten jetzt dank der Falle komplett gesund sein. Diesmal. Das musst du nicht verstehen. Hauptsache, Gläser sind heil, oder? Ja, das wäre besser für dich. Viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. So, wir nehmen den Bart mit. Wir nehmen auf jeden Fall den Strohhalm und das Glas mit. Und das Glas. Stromumkehrer. Hey, Finger, das sind die... Dartpfeil. Versuchen wir nochmal. Ja gut. Leider daneben. Nee, was hat mit den Dartpfeil? Weiß nicht, ob wir die Folienkartoffel mitnehmen sollten. Wahrscheinlich nicht. Oha, okay. Ach du Schreck. Nein, nicht den Elefanten freilassen. Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer. Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Juhu. Oh ja, Leckereien. Tatsache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Oh oh. Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Der deine Mutter wird zwar bloß. So, du hast genau einen Satz. Und bin noch unbeabsichtigt. Ich habe genau einen Satz. Es war eine Verwechslung, das war ein Versehen. Das war ein verrückter Zufall. Das war ein verrückter Zufall. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz. Das war mein Satz. Ja.
Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt. No. Bein, Lachen, Vergeben, das ganze Zeug. Toni?